Ja, nochmal einen wunderschönen guten Morgen an alle Webinarteilnehmer. Ich bin immer noch Wolfgang Dender und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat zum heutigen Forex Pro Live Trading mit natürlich dem Thorsten natürlich. Ich selber werde das nicht machen. Thorsten ist dafür zuständig. Bevor wir Echt? starten, na, du bist, glaube ich, da der bessere Ansprechpartner als ich. Bevor wir starten, noch die obligatorischen Risikohinweise. Das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Sie treffen Ihre eigenen Handelsentscheidungen. Das Webinar ist keine Handelsempfehlung und die Meinung des Referenten muss nicht der von FX Flat entsprechen. Ja, ich wünsche allen Teilnehmern viel Spaß und Thorsten, ich übergebe jetzt an dich. Ja. So, Kann warte. losgehen. Ich sehe das doch. So, wir nehmen mal den Bildschirm. So, und ich will eins gleich vorne wegnehmen, sonst vergesse ich das hier. Das habe ich die letzten Male vergessen. Ich werde erst für guten Morgen in die Runde. Gell? So. Und bevor ich das vergesse, habe ich euch da unten mal einen Link reingepackt und ebenfalls hier in das Chatfenster. Das habe ich das letzte Mal nämlich schon vergessen. So, das haben wir durch. Guten Morgen, Wolle, du klingst viel gesünder als sonst. Und das Zweite ist, ich habe mich eben so gefreut, dass da steht 7:45 Uhr und 4 Sekunden. Da habe ich gedacht, geil, du bist vor Wolle da und Wolle kommt zu spät. So, jetzt suchst du erstmal einen geilen Spruch aus. Ja. Ich hab keinen, ich bin platt. Ja, Ich war mehr nein, als pünktlich. ich habe gesehen, ich habe ja bei mir gesehen, ich hatte es ja schon, ich war ja drin im Webinar und habe dann gesehen, 7:45 Uhr, 3 Sekunden und Wolle noch nicht da. Ich dachte, geil, jetzt kriegt er einen, wenn er kommt. Und dann habe ich festgestellt, dass ich im Röckchen als Cornelia hier drinnen war. Das ist, ja. Sorry. Also ich war derjenige, der es verursacht hat. So, ich habe euch unten einen Link reingepackt, weil wir mit FX Flat, wir haben uns gestern mit 3, 4 Leuten zusammen telefoniert und wir haben beschlossen, das habe ich auch in unseren letzten Mails bekannt gegeben, wir haben beschlossen, unsere Webinare jetzt erstmal bis Ostern für alle kostenlos zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ihr werdet, wenn ihr euch über diesen Link, den ich jetzt hier in beiden Fenstern reingepackt habe, wenn euch über diesen Link registriert, werdet ihr an unserer kompletten Webinarreihe, die wir bis Ostern veranstalten, das werden schätzungsweise immer noch 8 bis 10 Webinare sein bis Ostern, könnt ihr kostenlos dran teilnehmen. Wir werden die Termine immer morgens, am Wochenende werden wir die planen. Ich werde für Dienstag, Mittwoch, Donnerstag werden wir immer morgens ein Webinar ansetzen, so um diese Zeit. Hat den Grund, damit ihr nicht den ganzen Tag in der Pofe liegt und euch Couch-Potatoes auf dem Sofa breit macht und die Frau ärgert den ganzen Tag und ihr auf den Keks geht, sondern dass ihr euren Hintern morgens aus dem Bett kriegt und euch mal an den Schreibtisch setzt und vielleicht ein bisschen, dass wir gemeinsam ein bisschen was lernen. Wir wollen euch die Möglichkeiten geben, uns Fragen zuzusenden, uns Chartbilder zuzusenden, die wir gemeinsam auseinanderpflücken. Und wir werden morgens auf jeden Fall eine Planung zusammen machen für den Tag. Überwiegend für den Euro. Überwiegend für den Euro-US-Dollar. Der ist momentan von der Vola noch am besten handelbar. Und wir werden uns das ja gleich angucken. Die Ziele, Einstiegsbereiche, die wir uns suchen, die werden wir hier morgens zusammen erarbeiten. Parallel dazu werden wir uns mittelfristige Strecken im DAX raussuchen, wenn es denn welche gibt, weil diese Woche
haut uns der DAX fürchterlich was um die Ohren. Wir haben letzte Woche an zwei Tagen oder an drei Tagen über 2.300 Punkte rausziehen können. Das verleitet dann gerne mal dazu, ein bisschen übermütig zu werden und ein bisschen zu viel Gas zu geben. Wer ehrlich ist von euch, die hier sind, der gibt es auch zu, dass ihm das auch mal so geht. Wenn es dem Esel zu gut geht, geht er aus Eis tanzen, hat meine Oma immer gesagt. Und so ist es dann auch. Und damit habe ich letzte Woche eine Performance hingelegt vom Feinsten und habe dann am Sonntagnacht die Woche gleich gestartet mit einer Position, die 350 Punkte im Verlust gelandet ist, weil ich einfach eine Kleinigkeit nicht gesehen habe. Warum erzähle ich sowas? Warum mache ich sowas? Damit Punkt A, nicht da draußen irgendwo die Meinung vorherrscht, wer mich kennt, der weiß, ich hasse diesen Begriff Guru oder sowas, sondern dass jeder weiß, wir, die wir hier in der Öffentlichkeit stehen, also auf jeden Fall in der Händleröffentlichkeit stehen, wir sind genauso stinknormale Menschen mit einem Schwachpunkt zwischen den Ohren wie alle anderen auch. Wir haben nur lediglich ein bisschen mehr Erfahrung, hoffe ich jedenfalls, und können diese Erfahrung umsetzen und können damit umgehen. Wir sind nicht unfehlbar, sondern wir lernen einmal damit umzugehen. Wir sind, glaube ich, eine der größten Communities in Deutschland, und ich sage ganz bewusst Community, deswegen machen wir das jetzt auch, dass wir diese ganze Webinarreihe, die ja sonst logischerweise auch ein bisschen Geld kostet, weil mich alleine kostet die Software, Webinare zu machen, im Jahr 10.000 Euro, um genügend Leute auch bedienen zu können. Aber deswegen machen wir das, weil wir gerade jetzt in diesen Zeiten, wo jeder zu Hause hockt, weiß ich, was da vorgeht. Die meisten wissen nicht, was sie tun sollen, also sitzen sie vor der Kiste und daddeln irgendwie rum, aber oft auch ohne Sinn und Verstand oder ohne vernünftiges Regelwerk. Ich habe das gestern bei uns im Plauder-Channel schon mal geschrieben, wir sind vor Jahren dazu angetreten, dass wir sagen, wir wollen ja nicht klug scheißen, wir wollen ja nicht die Größten und die Klügsten sein mit irgendwelche Performance glänzen, sondern wir sind hier angetreten, um zu begleiten. Begleiten heißt, dass man mal jemanden hat, bei dem man sich auch mal auskotzen kann und man sagen kann, Mensch, was war ich gestern für ein Idiot? Was soll der Scheiß hier? Oder dass man sich auch mal ausheulen kann, aber wir sind nicht dafür da, als Baum für die Vierbeiner dazustehen und uns den ganzen Tag anpinkeln zu lassen. Das nicht, aber wir wollen miteinander kommunizieren. Wer das intensiver möchte, der kann sich auch gegebenenfalls bei uns melden. Wir haben einen eigenen Channel, den Paternoster Club Channel und den Plauder Channel. Und in dem Plauder Channel kann man sich auch dementsprechend austauschen. Und das wollen wir euch anbieten. Wer sich gerne begleiten lassen will, wer gerne morgens mal ein bisschen was sehen will, was den Tag eventuell abgeht, oder kann sich gerne über diesen Link anmelden. Wie gesagt, bis Ostern machen wir das kostenlos. Wir werden dann nach Ostern sehen, wie wir das dann im nächsten Quartal weitermachen, wenn wir dann auch wissen, was hier abgeht. Sind wir die nächsten 3 Monate auch noch eingesperrt, werden wir eventuell das nächste Quartal eine Möglichkeit bieten für die Leute, die das gut finden und die dabei sein wollen, für ein kleines Entgelt, dass man sich wenigstens an den Kosten beteiligt, die Möglichkeit bieten, dass wir ein Quartal einfach mal so, um uns über die Schulter zu schauen, dabei zu sein. So viel vorneweg und dafür auch schon mal vorneweg. Danke für die Unterstützung bei FXLED, die
uns bei der ganzen Geschichte unterstützen und ich glaube, die euch bei der ganzen Geschichte unterstützen. Danke, dass Wolle überhaupt heute Morgen schon so zeitig da ist. Ich weiß, bei denen, die Jungs in Ratingen und in Düsseldorf, die kriechen auf dem Zahnfleisch. Ich bitte euch das, auch ohne, dass ich das mit Wolle abgesprochen habe, ja, ich bitte euch, bitte wirklich das zu berücksichtigen und wenn das mal eine Viertelstunde länger dauert oder wenn ihr mal 3-4 Stunden auf einen Rückruf warten müsst, dann berücksichtigt das bitte. Die Jungs, die schlafen nicht und popeln nicht in der Nase, sondern die sind ebenfalls in der Umstellung teilweise auf Homeoffice und wissen auch nicht, wo denen der Kopf steht. Wir arbeiten alle auf Hochtouren. Wir bewegen unseren Arsch morgens um 6 aus dem Bett, um das hier alles am Laufen zu halten. Dafür einmal danke. So, den Teil haben wir jetzt hinter uns. Jetzt schauen wir mal. Genau. Jetzt habe ich das nicht mitgekommen. Was hast du Kleines am Sonntag übersehen? Ja, das schauen wir uns gleich mal an, damit ihr mal wisst, was richtig wehtun kann. Ne? Wir machen das folgendermaßen, das werden wir auch fast jeden Tag so machen, dass wir uns anschauen, einmal, was haben wir gestern Morgen auseinandergepflückt, wie konnte man das umsetzen? Das schauen wir uns gleich mal hier an. Und wir werden uns dann einen Plan für den laufenden Tag machen. Den werden wir so machen, so wie hier, zeige ich euch gleich. Und dann könnt ihr euch einen Screenshot für den Tag machen, um dann etwas abgesichert durch den Tag zu kommen. So, wir haben gestern früh diesen Plan gemacht hier. Wir haben einmal Strecke blau und einmal Strecke rot eingezeichnet. Da, damit man das auch aufs ganze Bild kriegt, mache ich das mal eine Zeiteinheit höher. So, da haben wir es. Der Plan war gestern früh, entweder die blaue Strecke hier runter an die Marke, da haben wir sie, an die 10760, die er nicht geschafft hat, er ist nur bis zur 84 gekommen, um eventuell sogar noch die 10733 zu holen und dann nach oben durchzuknallen, also auf jeden Fall nach oben abzuheben zu der 10849, zu der 10862 und zu der 10925. Wer hat das Bild noch vor der Nase? Wer hat sich denn gestern von euch einen Screenshot gemacht? Wer hat es denn abgespeichert? Und wer hat es denn wie so wie wir es hier gestern Morgen besprochen haben, wer hat es denn wie umgesetzt? Ein kurzes Feedback von denen, die die letzten Tage bei uns im Webinar waren, wäre eine ganz, ganz feine Nummer. Gespeichert, ja. Okay, also gehandelt, nein. Long Move verpasst und Short auch. Okay. Leider nicht. Bin noch long drin. ASR, sehr schön. Zweimal SL gefangen, dann Schnauze voll, Screenshot ja, nicht gehandelt. Du hast gestern im Webinar nur die blauen Linien gezeichnet. Oh. Wenn ihr euch erinnert, schaut es euch bitte mal an, in der Aufzeichnung, schaut es euch bitte mal an. Ich hatte sogar zwei Texte eingefügt im Webinar dazu, habe gesagt, die blaue Strecke, die und die Marken für Long und die, habe also sogar zwei Textfelder eingefügt mit Short-Marken da und da, Long-Marken da und da und die Strecken hier, die haben wir gestern früh auch eingezeichnet oder nicht?
Wir haben mal gestern genau diese Strecken hier eingezeichnet. Erst die blaue und gesagt, bis da runter und dann die gestrichelte ist die Alternativroute und dann auf jeden Fall nach oben raus. Und die bessere, schönere Route wäre für uns von hier nach oben, das wäre die rote Route, nach oben, dann nach unten. Und wenn man hier oben shortet, kann man die Position hier unten drehen. So war doch gestern Morgen klar der Plan, oder nicht? Strecken waren drin, Bild habe ich noch. Gut, ich dachte schon, ich habe hier was verpasst, habe irgendwas falsch gemacht. Ja, der Plan war klar, nur unten nicht angekommen. Richtig. Wir haben dann gestern Mittag, haben wir dann die 10849 erreicht. Da haben wir noch drauf verwiesen und haben gesagt, so, pass auf, die eine Nummer ist jetzt angelaufen, die Kerze hier. Unsere Linie ist bei 10849,5 von gestern und er war im High bei 10849,2. Ich werte das einfach mal als angelaufen. Wir haben gesagt, in diesem Bereich, die oder die Linie shorten wir nach unten, um dann unten zu drehen. Er ist dann von der 10849, ich runde das mal, im ersten Schub gelaufen bis zur 10797. Also bummelig 50 Punkte von oben nach unten. Unser Tagesziel liegt bei 12 bis 15 Punkten. Ich habe dann in der Begleitung auf Slack, auf unserem Slack-Kanal, noch gesagt, ich schmeiße die Hälfte jetzt raus. Oben haben wir geschaut und gesagt, die Hälfte schmeiße ich jetzt raus. Rest bleibt abgesichert im Markt. Und gestern Nachmittag im Webinar habe ich es dann noch gezeigt, dass mein Stop hier oben drüber platziert wurde vor dem Webinar. Wir sind von hier oben runter, die Hälfte rausgeschmissen. Für die zweite Hälfte haben, kann man das hier sehen? Die Kerze und mein Fadenkreuz? Muss er Lutz fragen? LS, Lutz Seis habe ich extra gewählt. Hier ist meine Maus. Mein Fadenkreuz kann man sehen. Da drüber, nachdem er hier diese Kerze gebaut hatte, hier eingetaucht, das hier ist ein Zielbereich von uns, diese Linie hat er mit Schmackes genommen, die darf bestätigt werden und danach sollte er runterlaufen. Deswegen, wer bei uns im Seminar war, weiß das. Deswegen habe ich meinen Stop dort oben drüber gelegt, über dieses High, über die 10828 und danach hat er dann um 14 Uhr diese Kerze gemacht bei 32 und hat meine Position rausgekegelt. Damit war das Tagesziel im Euro erreicht. So, und jetzt machen wir uns mal einen Plan für heute. Ich werde den Euro bevorzugen, weil der DAX ist eine Diva. Sage ich mal so ganz nebenbei. Und er ist etwas schwierig. Nee, wir machen das andere. Ich lasse die Linie mal drin. Vielleicht kann ich die heute gleich verwerten. Okay, wir packen die Linie weit weg. Wir nehmen die dahin. Wir nehmen die dahin. Wir nehmen die. Ihr könnt euch ja schon mal Gedanken machen, ob ihr dann nach Ostern eventuell dabei sein wollt, wenn wir die Webinare machen. Derzeit, wo ich hier was zusammenbaue, wenn wir die Webinare machen, ob da Interesse besteht. Hier kam eben gerade im Textfeld rein, macht doch ein Schnupperangebot, damit die Leute uns ein bisschen unterstützen und ein bisschen
länger dabei sein können, wenn ein Bedarf besteht, eventuell ein Schnupperangebot zu nutzen, bin ich selbstverständlich für so eine Schweinereien zu haben. Aber dann schickt uns einfach eine Mail oder schreibt es hier einfach mal ins Chatfenster, ob ihr Interesse habt, überhaupt 3 bis 5 Mal die Woche mit uns hier morgens und nachmittags zu handeln oder nicht. Dann würden wir ein entsprechendes Angebot schnell zusammenstricken und dann kriegt Wolle das nachher für die Nachfassmehl. So, jetzt haben wir einen ähnlichen Plan wie gestern. Dazu mache ich jetzt mal, ja, ich bin im 15-Minuten-Chart, ich schalte das aber gleich wieder um in 5 Minuten. Ich will nur alles auf einem Feld haben hier, gell? Weil Feldherr, ne? So, jetzt bauen wir das Ganze mal um. Wir bewegen uns ja gerade hier, also gehe ich mal davon aus, dass wir diesen Plan heute eventuell umsetzen können. Wenn ich mir das richtig angucke, dann passt die Vola sogar fast an den Plan von gestern, aber auch nur fast. Ja, das hier ist und bleibt die rote Strecke, so wie gestern auch. Nicht, dass er mir wieder sagt, das hast du gestern aber nicht gemacht. Das konnte ich ja. Das hat mir keiner gesagt. Das konnte ich gar nicht handeln. Das hat mir keiner gesagt. Das ist die rote Strecke und die blaue Strecke machen wir analog dazu. So. Zack. Und dann eventuell da hoch. So, so. So, und jetzt gehen wir in den 5 Minuten. Jetzt haben wir den Plan auch fertig, ne? So. Nehmen wir noch überall die Markierung weg, sonst lösche ich wieder die Hälfte. Da, zack, 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 zack. So, hier haben wir die Label überall dran, die ziehen wir mal rüber und damit ihr die auch seht, ja, ich bin nicht so weit, die Sache gleich, wenn ihr einen Screenshot machen könnt. Ja, das machst du sonst morgens immer vor dem Webinar, na sicher, aber nicht heute. So, Hermann B. hat gerade geschrieben, ja, interessiert. Hermann B., wir beide haben uns in Zürich kennengelernt. Ich glaube, es war 2012 im September in Zürich im Hotel. Habe ich einen Vortrag gehalten. Danach haben wir beide noch vorne am Tisch gestanden und uns eine Weile unterhalten. You remember? Und ich habe deine Anfrage auf Facebook gerade gesehen. 2012, lass mich lügen, ich glaube, es war der 14. September. Yep. Okay. So. Das ist unser Plan für heute. Und damit wir wissen, was wir machen, schreiben wir den mal noch im Text mit dazu. Was haltet ihr davon? Und wenn ich das dann fertig habe, nee, ich probiere jetzt mal was. Man hat mir gestern gesagt, wenn ich das größer mache, werden die Zahlen auch größer. Vielleicht kann mir einer helfen. Man hat mir gestern gesagt, ich kann das irgendwie zoomen.
Und dass die Zahlen dann größer werden. Ja, ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Okay. Die Zahlen Hast werden nicht nicht größer, richtig? Ja? die Labelbezeichnung müsstest du vergrößern, nicht die Lupe, das hilft dir nicht. Ja, gestern hat man mir gesagt, wenn ich die Lupe vergrößern würde, dann würden die Zahlen auch größer werden. Ist aber Quatsch, weil das kriege ich Ja, ist auch überhaupt. Quatsch. Ja, gut. Das hier Dann brauche ich. nennt man Label und die kann man Ja. einzeln vergrößern. Ja, ich weiß, aber wenn Aber ich die, in dem Moment, wo ich die verschiebe, macht er ja. die wieder klein. Die bleiben nicht. Aber ich kann es ja mal versuchen, um den Kritiken auszuweichen, machen wir das einfach mal so. Für Lutz. Lutz muss immer hier herhalten. Der Arme. So. So besser. Jungs und Mädels. Den DAX schauen wir uns auch gleich noch an. Und dann machen wir mal einen Handelsplan drauf. Solange der da rumeiert, braucht ihr gar nicht nervös werden. Aber das könnte ja eigentlich euer Job morgens sein. Dann kann man das machen. Aber habt ihr gerade gehört, Wolle aus dem Hintergrund, der hat auch keine Ahnung, ne? Genauso wie ich. Die tun alle nur so. Keine Ahnung. Ha, ha, ha. Er ist da. Er ist doch da. So. Ich passe schon auf, was du erzählst. Ja, ich passe auch auf. Ich passe immer auf. Ich Gut. habe zweimal im Leben nicht aufgepasst. Das erste Mal, ich war ein Junge, das zweite Mal ein Mädchen. So, zack. Und da habt ihr die Marken. Bitte beachten, die Linien, die oberhalb sind, da gehören die Marken, sind dann auch oberhalb. Die Label sind auch oberhalb von den Linien. Und die unterhalb sind, sind die Label unterhalb von den Linien. Dann wisst ihr auch, welche Marke zu welcher Linie gehört. Und jetzt machen wir einen Plan dazu. Wenn wir, ich schreibe das auch gleich mal mit, dann habt ihr das nämlich im Text hinterher drinne. Rote Strecke habe ich gesagt, heißt, weiß nicht, wie lang der Text jetzt sein darf. Die Reihenfolge 1.0957 bis 69. Das wird nichts. Genau, Short. Dann 1.0875 bis 1.0850-37 drehen. Auf Long. Zack, das ist die rote Strecke. Kann man das, ist das verständlich, wenn irgendwas nicht verständlich ist, was ich hier schreibe? Label 10975 ist blau, ja, weil es eine gestrichelte Linie ist. Gut. Da passt einer auf. Machen wir die auch noch rot. Dann haben wir es auch schon fertig. Zack. Jetzt habe ich die Linie auch noch versemmelt da. Dabei wollte ich nur das Label ändern. So. Und jetzt aber genug gemeckert, jetzt Schluss hier mit lustig, ne? So, drehen auf Long und die Long-Nummer lassen wir noch etwas laufen. Wir gucken uns das dann genau an.
So, ich finde leider den Anmeldelink nicht. Der ist unten im Chatfenster. Ich habe bloß ein anderes Fenster als ihr. Vielleicht kann das einer erklären, wo er den Link findet. Ich habe den einmal rechts im Panel in das Chatfenster an alle geschickt und habe es hier eingefügt, aber ich füge den nachher auch nochmal ein. Okay, und jetzt machen wir noch die Long-Richtung. Und die Long-Richtung, die machen wir selbstverständlich blau. So. Und wenn wir jetzt erst runterlaufen, so wie hier, an die 108 75 108 50 Schrägstrich 37 Long bis 109 33 und 109 56 69. Hier nicht drehen. Gut, konnte er nicht mehr. Label zu lang. Nee, Label zu kurz oder ich zu viel geschrieben. Okay, aber man weiß, was ich meine, oder? Wenn Sie zum Beispiel 1069 Short gehen, wo setzen Sie den SL? Wenn ich 1069 ich beachte für die Stopsetzung immer meine Zielbereiche. Das heißt, wenn ich hier dazwischen Short gehe, geht mein Stop über die 1069. Je nachdem, wo ich reingehe, muss ich das wieder über die Positionsgröße regeln. Wenn der Stop etwas größer wird, weiß ich genau, okay, ich muss noch ein bisschen, entweder noch ein bisschen warten, dass er Richtung mehr in meine Richtung kommt, oder ich muss die Positionsgröße runterschrauben, weil wir hier einen größeren Stop brauchen. Und ich kann mir genauso gut einen Mindestbereich festlegen. Nehmen, sagen wir mal, ich habe einen maximalen Stop von 13 oder von 15 Punkten. Dann weiß ich genau, mein Stop muss auf die 72. Hier 3, 4 Punkte über die 69. Wenn ich meinen Stop 3, 4 Punkte da oben drüber legen will oder legen muss, über diese Marke da oben, dann weiß ich, ich brauche über einen Entry, wenn ich bei 72, zu 72 muss und 15 Punkte maximalen Stop haben will, weiß ich, ich brauche über einen Einstieg unterhalb von 57 nicht nachdenken. Und wenn ich das will, arbeite ich dann mit einer entsprechenden Limit Pullback, lege meine Limit Pullback dann eben auf die besagte Marke, auf die 57 zum Beispiel. Okay, je höher er kommt, desto besser wird er, desto besser wird mein CRV. Und wenn er dann die Marke greift und er greift sie vielleicht als Beispiel nicht an der 57, sondern an der 67, und ich komme sogar mit 6 Punkten rein, dann kann ich zu diesem Zeitpunkt so die Position doppelt so groß wählen. Für meine Stopsetzung am Anfang sind die Zielbereiche erstmal relevant. Warum sind die relevant? Weil ich in der Regel im Zielbereich handle. Wenn ich jetzt im 5-Minuten-Chart mir hier nach Zielbereich ein Entry suche, stelle ich mich gegen den Trend. Ich handle bei Zielbereichen in der Regel eine Umkehr. Eine Umkehr in die entgegengesetzte Richtung. Und wenn ich mich gegen den Trend stelle, kann ich den Stop nicht nach Markttechnik setzen. Wenn ich in Trendrichtung handle, wenn ich mein Regelwerk Euro Pro handle, kann ich meinen Stop logischerweise nach Markttechnik in der übergeordneten Zeiteinheit handeln.
Sprich, wenn ich jetzt im 15-Minuten-Chart handeln sollte und suche mir im 15-Minuten-Chart ein Entry, würde ich den Stop nach Markttechnik im 30-Minuten-Chart unter das letzte Tief oder über das letzte Hoch setzen. Handle ich im 5-Minuten-Chart, setze ich meinen Stop nach Markttechnik unter das letzte Tief oder über das letzte Hoch eine Zeiteinheit höher. Aber nur dann, wenn ich in Trendrichtung handle. Hier in dem Fall handeln wir dagegen. Und wenn wir gegen den Trend handeln, wenn wir gegen den Trend handeln, dann muss ich mir ja Marken suchen. Ich kann ja nicht wild ohne Stop hier drin rumhacken. Und wenn das hier meine Einstiegs- und Ausstiegsbereiche sind, das heißt, er hat ja eine bestimmte Philosophie, warum das Ding, die Dinger bei mir Zielbereiche heißen. Dort ist es entweder mein Ziel einzusteigen oder es ist mein Ziel dort auszusteigen. Und wenn ich diese Marke benutzen will, dann muss ich diese Marke auch als Stop-Marke benutzen. Mehr dazu bieten wir im Seminar. Dazu sage ich dann auch gleich was. Woher kriege ich die blauen und roten Linien in meinem Stereo-Trader? Mein lieber Hermann B., das kannst du bei mir lernen. Die Zielbereiche, die ich da vorher unterlegt oder hinterlegt habe, werden in unserer Euro-Pro-Version, also in Euro-Pro, werden die angezeigt, jeden Morgen automatisch um 7 Uhr. Und aus diesen Linien, aus diesen Zielbereichen baue ich mir morgens so in dieser Form, so wie ich das jetzt hier gerade gemacht habe, meinen Tagesplan. Okay? Und dazu braucht man eine Euro-Pro-Lizenz, mein Lieber. Und da ich ja zu Hause sitze und hier aus dem Fenster gucke und sehe, draußen bei meinem Nachbarn ist raureif auf dem Dach, dann weiß ich, draußen ist es kalt. Habe ich ja auch Zeit und wenn ich Zeit habe, kann ich dir gerne eine Euro-Pro-Lizenz verkaufen. Ich habe noch eine hier im Regal und ansonsten schicke ich meine Frau nachher auf die Kaminbank mit der Stricknadel und lass dir noch eine Lizenz stricken. Dauert vielleicht ein bisschen länger, so zwei links, zwei rechts, zwei fallen lassen. Aber ansonsten kannst du gerne eine Euro-Pro-Lizenz kaufen. Zum Sonderpreis. Ja, na klar, logisch zum Sonderpreis, mein Lieber. Wir kennen uns doch lange genug. Logischerweise zum Sonderpreis. Ich glaube, du bist Schweizer, richtig? Siehst du? Und für die Schweizer kriegen immer einen Sonderpreis. Mir hat mal jemand gesagt, dir kann im Leben gar nichts Besseres passieren, als Mann in der Schweiz geboren zu werden. Ich sag nicht, wer das war. Ich weiß auch nicht, ob derjenige oder diejenige gerade hier ist. Selbstverständlich kriegst du einen Sonderpreis. Eine Lizenz kostet eine Mäuse 850 Euro. Hermann, weil wir uns so lange kennen und du so ein netter Kerl bist und mir schon seit dem 14. September 2012 an die Hacken hängst, dann kriegst du die Lizenz für 8.500 Franken. Gut, ne? Ist das ein Sonderpreis? Nein. Also, wenn jemand wirklich Interesse hat, schickt mir einfach eine Mail. Okay? Wir machen ja gerne so eine Geschichten, dass wir irgendwo Pakete packen oder sonst irgendwas. Mit uns kann man wirklich reden. Unser Ziel ist es immer, hier die Community in einem Regelwerk zusammenzufassen. Deswegen bin ich auch gestern Abend, vielleicht war das auch ein bisschen zu direkt, aber auf unserem Plauder-Channel habe ich gestern einen kurzen Artikel dazu geschrieben, weil sich jemand beschwert hat, dass ich im DAX handle und der Euro ja nicht funktioniert und er im DAU so ein sehr gutes Ergebnis hat. Okay, wenn das jemand hat und wenn jemand so ist, dann kann er gerne den DAU handeln, aber nicht mit mir, weil ich habe vom DAU keine Ahnung. Und wenn ich vom DAU keine Ahnung habe, dann lasse ich die Finger davon.
Ich habe von vielen Sachen keine Ahnung. Ich habe vom Tauchen keine Ahnung. Also tauche ich nicht. Ich könnte jetzt aufzählen, wovon ich keine Ahnung habe. Ich habe keine Ahnung von gepflegter Kommunikation. Ich sage zu oft Scheiße und so. Deswegen rede ich so, wie ich rede. Zum Beispiel. Ne? Ich habe keine Ahnung von Buchhaltung. So, welche Bedeutung hat die rote Linie 10933? 10933 und die blaue 10, 1857. Ja, das sind die beiden ersten Reaktionsbereiche. Wir sehen, hier hat das erste Mal reagiert. Hier sind die ersten Shorties in den Markt gekommen. Die sollte es eigentlich nach unten drücken. Bitte nicht immer hinterfragen. Oh, was ist das drin? Wo kommt die Linie her? Warum ist die blau? Warum ist die dick? Warum ist die dünn? Macht ihr das in der Stadt auch, wenn ihr in den Supermarkt geht? Da auch. Oh, warum ist die blond? Warum ist die braun? Warum ist die dick? Warum ist die dünn? Man guckt sie an, akzeptiert das, was man vor sich hat. Okay, gefällt mir, nutze ich nicht. Bei einem Auto genau das Gleiche. Oh, wieso ist der Golf jetzt weiß? Puh, lieber Verkäufer, warum ist das Auto jetzt weiß? Das müssen Sie mir jetzt mal sagen. Und dann überlege ich, ob ich das kaufe oder nicht. Blödsinn, der Golf in weiß gefällt mir, dann kaufe ich ihn. Fertig. Nützt auch nichts, den ganzen Kram auseinander zu pflücken und zu gucken, was wir da für einen Kram verbaut haben oder sonst irgendwas. Es gibt ein schönes Sprichwort. Heißt, wenn ich eine Katze auseinandernehme, um zu sehen, wie eine Katze funktioniert, dann habe ich als erstes eine nicht mehr funktionierende Katze. Okay? So. Und genau, Lutz hat vollkommen recht. Er hat nämlich geschrieben, sag ihnen, weil sie funktionieren. Fertig. Okay? Und so ist es. Einfach, weil sie funktionieren. Deswegen haben wir da drinnen. Unser Problem als Händler, die wir jeden Morgen hier vor der Kiste hocken, ist immer wieder das Gleiche. Wir wollen alles verstehen, wir wollen alles genau wissen, haargenau warum. Aber was nützt es uns, wenn wir es wissen, aber es nicht anwenden können? Geh doch einfach mal back to basic. Einfach mal auf die Basis zurück und zu sagen, okay, da ist eine Linie, da ist ein Reaktionspunkt, fertig. Wenn dort ein Punkt reagiert und ein Ziel eben ist, wenn dort ein Ziel ist, dann weiß ich, an diesem Ziel wird der Markt reagieren. Und wenn er reagiert, muss ich mich anpassen, muss ich auch reagieren. Mein Stop nachziehen, aussteigen oder sonst irgendwas. Fertig. Wenn ich im Bus sitze und der Bus kommt an die nächste Haltestelle, dann sehe ich von vorne, sehe ich die nächste Haltestelle. Wenn ich vorne bei dem Fahrer durchgucken kann und sehe da vorne das Schild mit dem H drin, weil ich das nächste Haltestelle weiß ich genau. Okay, ich mache mich fertig, ich stehe schon mal auf und wenn der Bus anhält, steige ich aus. Ich sitze dann auch nicht hinten auf dem Sitz und popel mit beiden Daumen oder mit beiden Zeigefingern erstmal in der Nase und sage, oh Scheiße, wenn der jetzt da vorne hält, da wohnt ja meine Frau, wenn der da jetzt hält, soll ich da jetzt aussteigen oder was mache ich da jetzt überhaupt? Ach, ich überlege erst mal. So, und dann war das nicht die Haltestelle, da war es die Wendeschleife und dann fahre ich mit dem Bus wieder zurück. So blöd sind wir doch auch nicht, oder? Wir wissen, da ist eine Haltestelle, da ist ein Punkt und dort steige ich aus, weil da will ich hin. Punkt. Ist das verständlich? Der Ton ist etwas schlecht. Nee, ich glaube, ich war zu laut. Entschuldigung. Aber ich glaube, das hat sogar Wolle verstanden, oder? Ach ja. Funktionieren die? Upp, kannst du die Zielbereiche vom DAX mal anzeigen, bitte? Ist der Ton wirklich schlecht? Nein, der Ton ist gut. Überhaupt nicht. Der Ton ist vollkommen in Ordnung. Okay. Jo, ruhig braune. Ach so, er meinte meinen Ton. Ja, okay. Handelst du im Webinar respektive Webinar live? Wenn ja, auch DAX? Ja. So,
Okay, alles klar. Also, ich glaube, die Message ist angekommen, oder? Also, erdet euch. Ihr habt ja die nächsten 2, 3 Wochen Zeit. Ihr dürft ja sowieso nicht raus. Also, macht doch einfach mal so einen Handelsplan. Das hier macht Spaß, wenn man so einen Plan morgens macht und der dann auch noch aufgeht. Wir haben euch ja am Anfang von dem Webinar den Plan gezeigt, den wir gestern gemacht haben. Gut, die Marke unten ist nicht angelaufen. Aber von oben nach unten, das erste Stück konnten wir handeln. Und wenn ihr dann noch vernünftige Ziele habt und sagt, Mensch, Jungs, wenn ich jetzt mit einem Lot handle und mache 10 Punkte, dann ist das ein Huni. Das ist sehr gutes Geld dafür, dass ich sowieso zu Hause bleiben muss. Dann habe ich eben ein Huni verdient. Ist doch eine coole Nummer. Mache ich doch mal, probiere ich doch mal. Wisst ihr was? Und wenn das dann funktioniert, wenn ihr euch morgens so einen Plan macht und das verstanden habt, akzeptiert habt, respektiert, was ihr da auch gemacht habt, und dann jeden Morgen 2 Wochen lang einfach mal einen Huni aus dem Markt zieht, wisst ihr was? Dann könnte ich wild ornanierend um die Kirche rennen hier, wenn das funktioniert. Und wenn das dann auch 150 Leute machen, die es vielleicht unter unserer Knute auch noch gelernt haben, der Hammer. Okay, der Ton macht die Musik. Entschuldigung, Thorsten. Thorsten ohne H. So. Ja, es gibt Aufnahme von dem Webinar in der Regel. Da es öffentlich ist, werde ich die Aufnahme auch öffentlich stellen. Okay, jetzt haben wir uns hier ein bisschen aufgeschossen und wir haben hier von gestern Morgen, haben wir uns noch dieses Muster hier mal eingezeichnet. Das werde ich noch eine Weile so beibehalten. Wir sind hier im Stundenchart und das war gestern Abend. Hier hat er dieses Tief gemacht. Wir haben uns gestern Morgen diesen Kanal hier eingezeichnet. Dieses Tief, komm her, so. Dieses Tief mit diesem Hoch verbunden. Ja. Und damit haben wir diesen Kanal. Haben wir oben mal ein bisschen rausgelugt, unten mal ein bisschen rausgelugt. Und aus diesem Kanal, das war für gestern vorgesehen, diese Linie, da ergibt sich heute ungefähr, ich muss das nochmal so gegen Mittag machen, ne? So, da sind wir ungefähr bei 1,0997. Also die Kanalkante sollten wir im Auge behalten und die Linie vielleicht 1,0997 bei unserem Chart noch mit berücksichtigen. 1,0997 und dafür nehmen wir mal die braune Linie hier. Dann haben wir das da oben auch gleich ein bisschen unterstrichen. Also so ungefähr diesen Bereich, diese braune Linie hier, die kann man bitte noch dann berücksichtigen. Also sagt jetzt nicht hier, pass auf, der hat aber die 1,079, die 169 hat er jetzt kaputt gemacht. Du hast gesagt, der geht an die 1,1029. Ich habe meinen Stopp da unten gelassen, bin im Verlust rausgeflogen. Nee, nee. Nein, 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 nein. Der Rest ist auch noch eure Sache. Also, den Kanal bitte berücksichtigen. Das ist nämlich genau das Bild, was wir vorher gehandelt haben. Hat die Shortnummer hier eigentlich einer mitgenommen? Ich war zu abgelenkt. Ich weiß hier, wer gleich schreibt, ja, ich bin Short. LB. Oh, LB, nein, gut. Enttäuscht mich. Okay, wir haben nämlich das hier ist unser übergeordnetes Bild. Ich mache das mal ein bisschen. Das ist das, was wir vorher gehandelt haben. Wir hatten hier eine schöne SKS mit einer fallenden Nackenlinie, linke Schulter, rechte Schulter, Fehlausbruch über die Schulter, da den Kopf, da das Ziel. Und hier unten haben wir aus 2 verschiedenen Sachen unseren Zielbereich. Sperrzone hier unten haben wir gesagt, ab hier, ups, das war nicht so geplant. Den wollte ich nicht, sondern die Kiste hier wollte ich erwischen. Die. Dann haben wir gesagt, das hier ist Sperrzone, da sollten wir nicht mehr shorten. Da kommt keiner durch. Das ist die Schleuse zu meinem Bierkeller hier.
Das hier ist die Schleuse zu meinem Bierkeller. Da drunter ist der Bierkeller. Da kommt keiner durch. Hat mir letzte Woche so festgelegt, hat er sich auch schön dran gehalten, hat die Nummer sauber gemacht, hat hier unten gedreht, ist seitdem schön long unterwegs. Im Stundenchart hat er hier einen Trendwechsel vollzogen, nachdem er dieses Hoch kaputt gemacht hat. Und seitdem dürfen wir uns auch nach oben orientieren. Im Gesamtbild dürfen wir laufen ungefähr, auf jeden Fall sehr gerne, bis 1,1150. Okay, und das können wir, und da können wir uns jetzt in diesem Kanal schön hochschaukeln. Das heißt, wenn ihr hier die Unterkante sogar erwischt, schauen wir mal, die Unterkante ist bei 1,0820. 1,0820. Das heißt, die Unterkante von dem Kanal wäre ungefähr sogar hier eine 1,0837. Das heißt, er dürfte so die 1,0837 kurz unterschreiten. Der nächste da unten wäre aber zu tief. Der wäre nämlich bei 1,0778. Das wäre ein Ausbruch aus dem Kanal. Ich würde bevorzugen, hier in diesem Bereich, wenn ihr also bei 1,0837 ungefähr in diesem Bereich drüber nachdenkt, dort unten zu kaufen, was ja eine interessante Kiste ist, wenn ihr schon oben nicht geschortet habt, ne Lutz? Wenn ihr schon oben nicht geschortet habt, dann kann man unten wenigstens long. Wer oben geschortet hat, kann ruhig mal Piep sagen hier, der sollte dran denken, das Ding unten zu drehen. Wenn wir bei 37 sind und wir wissen, er kann an die 20 gehen, dann müssen wir das bei unserer Stop-Setzung berücksichtigen. Tipp dazu, wenn wir runter an die 37 kommen sollten, kleine Positionsgröße, macht er einen Spike runter an die Kanalkante ungefähr bei der 20. Die Kanalkante rückt ja auch ein Stück höher. In 3 Stunden ist die ja eine ganze Ecke weiter oben. Die Kanalkante kann man benutzen, um den Stop hinterher zu, um für die Stop-Setzung. Und den zweiten Punkt, dass man die Kanalkante auch benutzen kann, in Kombination mit dem Zielbereich. 37, Spike runter an die 20, dann den Rücklauf beachten. Sobald er dann nur einen Spike runter macht, kann ich da unten sogar aufstocken. Wir kommen bei der 36 rein und bei der 20 rein haben wir einen Durchschnitt bei der 28 und den Stop unten drunter. Also dritte Positionsgröße bei der 37 oder bei der 36. Zweite Hälfte unten, zweite Drittel unten rein, dann habe ich 2 Drittel drin, habe einen Stop von 10, 12 Punkten ungefähr, das Ding umdrehen und dann in Trendrichtung nochmal das dritte Drittel drauf nach Euro Pro und dann laufen lassen bis an die oberen Zielbereiche, vielleicht sogar an die Kanaloberkante. War das jetzt zu schnell oder war das verständlich? Auf jeden Fall war es Hochdeutsch. So, wir haben das High bei 28. Ja, mein lieber Lutz, du hast recht. Er war noch nicht am Zielbereich, er war noch nicht dicht genug dran. Oder bis zum sechsten Drittel aufstocken. Klar, das geht. So kriegt man auch ein Demo-Platt. Okay. Okay, hier mit der Nummer sind wir durch. Die Marken habt ihr. Screenshot könnt ihr euch machen. Die Marken habt ihr hier auch drinne. Drückt aufs Knöpfchen, dann sind wir mit diesem Thema schon mal durch. Gell? So, gucken wir uns diesen Teufel an hier. Die Frage lautete ja, was hast du denn am Sonntag übersehen? Und da haben wir das, was ich übersehen habe. Nee, das Bild muss ich mal suchen. Wo habe ich die Nummer? Da nicht. Da auch nicht. Wo ist mein Bild? Da ist mein Bild. So,
Hier ist, ich mache da mal 30 Minuten draus, dann kann ich es auch auf Lutz-Size bringen. So. Hier haben wir einen Plan von letzter Woche. Wir haben gesagt, hier Schulter, hier einen Kopf und dann hier eine Schulter. Hier haben wir eine schöne Nackenlinie. Und am Sonntagabend ist er genau da unten reingelaufen, wo er hin sollte. Den Plan haben wir ja vorher schon gemacht. Letzte Woche Donnerstag haben wir den schon gemacht und haben auch diese Rutsche von da bis da hoch mitgenommen. Und wenn ich mir diesen Abstand hier angucke, war diese Marke eigentlich nochmal klar. Und anstatt am Sonntagnacht zu longen, als er bei 8200 da unten 8300 war und die zweite Schulter ausgebildet hat, anstatt da unten zu longen, habe ich das Down Gap gesehen und habe geschortet, weil ich mein eigenes Bild nicht gesehen habe. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich habe diese SKS übersehen, die als Ziel die 10.400 hatten. Ich hätte es von der 8.200 handeln können. Bis zur 10.200 ist er gestern fast gelaufen. Leider Gottes habe ich diese Nummer übersehen. Dazu kam dann gestern, haben wir gesagt, okay, hier haben wir die Nackenlinie, da sie ist durchschossen. Haben gesagt, wir wollen hier unten, wenn er hier runterläuft, nochmal long. Am besten von der 10-2 kommt. Hier seht ihr noch eine Linie drin, die wir uns gestern eingebaut haben. Die 10-2 hat er nicht ganz geholt, aber er hat dann hier, haben wir gestern eingezeichnet, hier in diesem Bereich ebenfalls eine SKS gebildet, ist nur viel zu hoch über die Schulter hinausgelaufen. Und deswegen, wir haben die gestern angefangen zu handeln, hier unten, und dann sind wir gestern hier oben rausgeflogen, ich glaube mit 120 oder 130 Punkten, zum Glück nur eine kleine Position. Und jetzt scheint sich diese ganze Nummer aber wieder zu erholen. Wir haben das Ziel oben noch nicht erreicht. Wenn wir uns hier das Gesamtbild mal anschauen, und für das Gesamtbild gehe ich mal noch eine Zeiteinheit höher. Das Ziel für die SKS wäre hier die 10.470, okay? Um das ganze Ding, die ganze Bewegung auszukorrigieren, hätten wir noch die 10.900 auf dem Deckel und um komplett auszukorrigieren, sogar die 11.500. Heißt, so. Um auch mal Klarheit in die Brühe von gestern zu bringen. Wir haben gestern Morgen im Webinar gesagt, wir shorten an der 10.2 oder an der 10.4 und wir kaufen hier unten an der 9.250, an der 9.250 in diesem Bereich werden wir kaufen. So. Und aus dieser Geschichte, aus dieser SKS hätten wir sauber bis hier runter laufen können. Das war mein Plan. Gut, ist nicht aufgegangen, noch nicht. Vielleicht geht er heute auf. Da bleibt es nach wie vor dabei. Diese Kante hier würde ich als Sprungbrett benutzen. 9.250, bitte mal im Hinterkopf behalten. Im Hinterkopf behalten, da die Zeichnung will ich mir nicht kaputt machen. Die hier kann ich kaputt machen. Wir werden, zack, hier mal alles rausschmeißen, Stundenchart. Und wenn wir dann diese Bewegung hier nehmen nach oben, dann sehen wir, dass wir genau in diesem Bereich diese ganze Bewegung um 50% auskorrigiert haben, an der 9.150 und da ungefähr an der 9.300. Hier kommt die Emma, die auch nach unten mal ganz kurz durchschossen werden darf. Das heißt, dieser Bereich wäre eine schöne Geschichte, um hier eine Long-Nummer reinzuziehen, zumal wir dann die gesamte Bewegung in zwei Wellen auskorrigiert haben.
was ja auch sein darf. So. Zweite Welle kommt die Emma hier. Die kommt hier angeschossen. Das heißt, die Emma hier unten, auch wenn der eine oder andere sagt, von Emma halte ich gar nichts, aber die darf dort unten stützen. Bitte. Okay? Und dort kann man sich dann ein Long Setup suchen, um diese Bewegung, die dann zwischen 38,52% auskorrigiert ist, Stoppsetzung logischerweise hier unten drunter, unter dieser Nackenlinie. Darunter müssen die Stops, also mit einer kleinen Position starten. Und wenn wir dann das Spiel mal ein bisschen fortsetzen. So. Und sagen, okay, die Linie mache ich jetzt mal blau, ne? Damit wir die Strecke dann auch blau hinkriegen. So. Da, und dann wollen wir ja ungefähr bis da runter. Ungefähr, ne? Muss man natürlich verfeinern, die Zeichnung, ne? Das macht der Picasso. Und dann hätten wir rein theoretisch diese Nummer, die wir dann duplizieren können hier. Und nach oben. Und wenn wir die nämlich nach oben dann duplizieren, dann landen wir an der 61,8 bis knapp über der 61,8. Hier oben müssen die Alarmglocken läuten. 161,8, falsche Linie. Dann landen wir hier oben an der 161,8, an der 11.300. Und die 11.300, was ist das ebenfalls? Was haben wir gesagt? Gehen wir eine Zeiteinheit höher. Da haben wir die Linie und wir haben diese Linie hier an diesem Tief und damit ergibt sich hier ein Bereich. Zack. Das soll das Ziel sein. Und da, das ist die Todeszone, das ist die Nummer, die hier das Zünglein an der Waage sein wird, der Bereich von grobe Richtung 11.350 bis 11.550. Dieser Bereich hier ist das Zünglein an der Waage. Das heißt, wenn wir jetzt von hier unten kommen und das Ding fortsetzen können bis dort hoch, die nächste Rallye vielleicht mitnehmen können nach oben, dann sollte man da oben in diesen beiden Bereichen aufpassen, weil dann ist die gesamte Abwärtsbewegung um 61%, zwischen 50 und 61% auskorrigiert. Und wenn die auskorrigiert ist, kann rein theoretisch der nächste 5.000-Punkte-Rutsch kommen. Die ersten 5.500 Punkte oder fast 6.000 Punkte haben wir weg. Wenn das Gleiche nochmal kommt, dann landen wir bei der 5.500 im DAX. Und bei der derzeitigen Lage ist das nicht undenkbar, dass das passieren kann. 200, mein lieber Frank. So. Und nun hoffe ich, ich habe euch jetzt nicht zu dolle gelangweilt. Ich sabbel und sabbel und sabbel hier die ganze Zeit und merke gar nicht, dass ich meine Zeit überzogen habe. Da muss ich wohl mal bei FX Flat Nachtragshaushalt geltend machen hier irgendwie. 10 Minuten. Ich habe jetzt 12 Minuten überzogen. Das sind glatte 20%. Können wir das bei dem Honorar berücksichtigen? Also, das heißt, statt einen, also Honorar reden wir immer von einem 0,33er Pilz. Ne? Das heißt, das nächste Mal gibt das dann einen 0,5er Pilz, oder? Ja, Thorsten, da reden wir bei der WOT drüber. Bei was? Da reden wir dann bei der WOT drüber. Ach du Scheiße. Nein, ich hab den Film vom letzten Mal noch im Kopf.
Ja, wenn so wenn es denn eine WOT gibt, ne? Das werden wir ja zum Herbst dann sehen. Aber wenn, dann machen wir die auf jeden Fall gemeinsam, logisch. Okay, ich wollte noch einen Punkt, also bitte den Link, wenn ich das überhaupt darf, mein lieber Wolle, würde ich den Link jetzt nochmal einfügen. Da unten, ich weiß, Florian wird den auch bei euch auf die Homepage packen. So, einsetzen, zack, an alle senden. So, jetzt habt ihr da unten in dem Antwortfenster, habt ihr, glaube ich, auch den Link jetzt zu sehen und rechts im Chatfenster in dem Panel vom GoToWebinar habt ihr den Link ebenfalls zu sehen. Auch wir machen uns ja Gedanken, was kann man hier tun, was kann man für die Trader-Gemeinschaft tun. Wir werden, wie gesagt, die Termine für die Webinare morgens festlegen, tagsüber dann sporadisch, so wie gestern haben wir auch für morgens ein Webinar angesetzt. Als dann sich die SKS im DAX ergeben hat, habe ich gestern Mittag dann beschlossen, nachmittags noch ein Webinar zu machen. Das kommt dann tagsüber per Mail, kriegt ihr einen automatischen Teilnehmerlink und dann seht ihr das auch. Alle Webinare werden auch veröffentlicht. Die könnt ihr euch danach dann irgendwie ein, zwei Tage später auch in der Aufzeichnung anschauen, falls irgendwas nicht verstanden wurde. Wie gesagt, könnt euch kostenlos anmelden bis Ostern. Die zweite Nummer, die wir uns überlegt haben, aber auch nur dann, wenn Interesse besteht. Unser Büro ist technisch, glaube ich, recht gut ausgestattet und wir werden wahrscheinlich auf lange Zeit keine Vor-Ort-Seminare machen dürfen, so wie das im Moment aussieht. Wir haben ein Seminar am 18., 19., 20. April geplant, aber das sehe ich wackeln. Ist auch nur noch ein Platz frei, aber egal. Die vier Leute haben wir zusammengepackt und sobald wir die Freigabe haben, dass wir dürfen, wird dieses Seminar auch bei mir im Büro hier vor Ort stattfinden. Wir würden da viele nach unserem Seminar immer danach schreien und sagen, ja, kannst du nicht mal einen Tag mit uns live handeln? Das, was wir im Seminar gelernt haben oder ein Auffrischungsseminar, dass wir uns in Lohr treffen oder sonst irgendwas. Können wir das nicht mal machen? Also, wir werden Punkt A, diese Geschichte machen, ja. Aber wenn Interesse besteht, und dazu bitte auch eine Mail mit der entsprechenden Überschrift, bitte eine Mail an uns schicken. Wenn Interesse für die, die schon das Seminar bei uns besucht haben, wenn das Interesse besteht, so ein Auffrischungsseminar zu machen, würde ich das online anbieten, einen Tag lang. Mit den gleichen technischen Möglichkeiten, die wir im Seminar vor Ort auch haben, eben nur online, weil wir ja nicht raus dürfen, ne? Vielleicht auch ein Teil draußen in der Sonne, wenn die Sonne scheint, oder? Und alternativ dazu würden wir sogar unser Grundlagenseminar anbieten, auf 3 oder 4 Tage gesplittet auch online zu machen. Vergesst bitte nicht, das ist nicht durch ein Seminar vor Ort zu ersetzen. Aber es gibt ja auch Leute, die können sowieso nicht weg, weil sie keinen Urlaub kriegen für solche Geschichten, weil sie im Schichtbetrieb arbeiten und das immer mit den Terminen nicht passt oder sonst irgendwas. Ich würde anbieten, dieses Seminar und ihr könnt gerne mal auf unsere Seite gucken. Ich werde für nächste Woche mal ein paar Links vorbereiten. Dort sind die Kritiken der Seminare von den letzten 8 Jahren hinterlegt. Könnt ihr euch gerne anschauen, dann wisst ihr, ob sich das Seminar auch lohnt oder nicht. Und das würde ich in diesem Fall online anbieten, trotzdem in kleinen Gruppen. Das trotzdem in kleinen Gruppen machen. Ich muss dann bloß die Technik so weit aufrüsten, dass wir dann auch alle miteinander kommunizieren können. Wir werden das wahrscheinlich in Fünfergruppen oder so machen, dass wir alle miteinander kommunizieren können, die Laptops aufschalten können, damit jeder auch sein Bild dann zeigen kann und dazu sagen kann, was er dort gerade sieht. Das geht nicht in 10er, 15er oder 20er Gruppen, das geht nur mit 4, 5 Leuten.
Wenn da Interesse besteht, bitte schreibt es uns per Mail. Wir werden das dann versuchen in dieser Zeit, wo wir ans Fett gebesselt sind hier, an die Bude gefesselt sind und uns zum Stubentreter hier entwickeln, werden wir diese Zeit nutzen, um das dann auch entsprechend umzusetzen. Aber ihr müsst uns sagen, ist es gewollt oder ist es nicht gewollt? Wenn ja, dann sind wir für euch da. Wenn nein, dann mache ich halt was anderes, ne? Meine Fische streicheln oder umlackieren oder so oder Bier trinken oder sonst irgendwas, ne? Und damit bin ich auch durch für heute. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu lang und ich habe euch nicht zu dolle zugesabbelt hier. Für ein kurzes Feedback dann für so eine Veranstaltung sind wir immer dankbar. Hat es was gebracht oder hat es nichts gebracht, dann wissen wir auch, was wir das nächste Mal ändern sollen. In diesem Sinne, sei danke, Wolle, für deine Zeit. Jetzt kannst du den Kopf von der Tastatur nehmen. Ich habe mir Zähne geputzt, Nägel gemacht, also alles gut. Ja, genau. Sehr schön. Also, du stellst dir das jetzt bildlich vor, ne? Ja, genau. Blumenwiese, Hundebabys, genau. Wenn sich da so nebenbei an den Fußnägeln kaut irgendwie, weil er die Schere vergessen hat. Oh nee. Okay. Ja, von meiner Seite auch. Du warst fertig, ja, du? Ne? Nee, mach du mal, Ladies first. Ladies, ach, ich soll anfangen. Okay, ja, von meiner Seite auch. Vielen Dank für die rege Teilnahme und ja, ich wünsche allen viele erfolgreiche Trades und vor allen Dingen viel Gesundheit. Thorsten, du hast das letzte Wort diesmal. Ja, wie zu Hause. Selbstverständlich, ne? Und wie immer, bleibt gesund und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, ihr konntet ein bisschen was lernen. Und geht vielleicht heute den Tag etwas entspannter im Chart an. Wie gesagt, wenn Fragen sind, den Rest dann in unserem Slack-Kanal für die, die bei uns alles gebucht haben, für unseren Paternoster-Club, machen wir nachher im Slack-Kanal und so weiter. Jetzt muss ich erstmal an die frische Luft. Draußen scheint die Sonne, der Raureif ist vom Dach und jetzt muss ich mir die Birne freipusten und meine Stimme ein bisschen ölen, ne? In diesem Sinne, danke Wolle, danke an FX Flat und danke, dass ihr so lange zugehört habt. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag. Tschüss, tschüss, moin, moin, euer Danke, Thorsten. Danke auch, ciao.